Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurde mit der Abteilung Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen heute Morgen zu dem Brandmeldealarm im Betriebsgebäude des Schlossbergtunnels Weinheim alarmiert. Vor Ort hat sich dann herausgestellt, dass die Brandmeldeanlage einen Brand lokalisiert hat. Es hat im Technikbereich des Schlossbergtunnels gebrannt, der für diesen Tunnel zuständig ist. Ist schon klar, was gebrannt hatte und was die Ursache dazu war? Also wir wissen, dass es sich um einen Elektroanlagenbrand in dem Tunnel handelt. Die genaue Ursache müssen wir jetzt natürlich noch prüfen, auch in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Technik, der Stadt Weinheim und auch der Polizei. Und die Brandursachenermittlung nimmt jetzt ihren Lauf. Also durch den Brand ist der komplette Strom im Tunnel ausgefallen. Aus diesem Grund haben wir den Schlossbergtunnel auch gesperrt. Auch aus dem Grund, dass unsere Einsatz- und Löscharbeiten hier nicht gefährdet werden. Inzwischen haben wir den Tunnel notdürftig freigegeben und müssen jetzt im weiteren Verlauf klären, inwieweit der Tunnel weiter betroffen ist. Solange jetzt die Feuerwehr vor Ort ist, lassen wir jetzt erstmal den Verkehr abfließen, weil im Gorxheimer Tal natürlich sich ein riesen Rückstau gebildet hat und mit unserer Kontrolle des Tunnels wird dieser Verkehrsfluss jetzt erstmal gewährleistet. Also zum jetzigen Zeitpunkt können wir natürlich noch nicht über das Schadensausmaß sprechen. Das muss jetzt alles geklärt werden. Aber es könnte durchaus sein, dass jetzt zumindest mal zeitweise auch nochmal Sperrungen durchgeführt werden müssen, bis praktisch zumindest notdürftig der Betrieb des Tunnels wieder einigermaßen gewährleistet ist.